Tja, moin und willkommen zu einem neuen Streichwort BMIK. Ja, ich habe gestern mal wieder ein Video gesehen von meinem Kollegen, dem Moto Fuzzi. Und ja, der hat jetzt das Problem, er hatte sich ja die XADV bestellt, dann über ein halbes Jahr jetzt drauf gewartet, seit April. Na, und jetzt kam das Ding, wohl ist geliefert worden, und was sagt der Händler? Ja, tut uns leid, also wir haben alles da, auch deine Zusätze, die du haben wolltest, aber die ist jetzt 500 Euro teurer. Naja, und die haben natürlich damals einen Vertrag gemacht, und an den müsste eigentlich sich der Händler ja halten. Aber das steht bestimmt in den Statuten drin, naja, dass sie dann eben, wenn der Preis sich erhöht, dann auch höhere Preise nehmen dürfen, vermute ich mal. Ja, jedenfalls war er natürlich tierisch sauer, oder ist er jetzt noch, und hat dann gesehen, dass der Tech-Max von Yamaha, den er sich angeguckt hatte, jetzt auch irgendwie ja, hier diesen Kram mit Navigation hat im Display, und dass ihm der Tech-Max, der ja nur 30 PS im Gegensatz zu dem XADV, der hat glaube ich, was weiß ich, 60, 70 PS, keine Ahnung, dass ihm der 300er Tech-Max eigentlich reicht mit 30 PS. Das ist ja sowieso ein Cruiser und eigentlich auch ein Rollerliebhaber. Naja, jedenfalls ist er jetzt am Überlegen, ob er den Deal nicht platzen lässt und sich den Tech-Max kauft. Und ich habe das ja die Jahre immer verfolgt schon bei ihm. Er hatte sich auch mal die Z900 gekauft, damals noch gedrosselt auf 48 PS, weil er nur den A2 hatte, wie ich auch. Die hat er ja nun in Zahlung gegeben, die Kawasaki. Natürlich machst du damit, weiß ich ja auch, wenn du was in Zahlung gibst oder dann wieder verkaufst, du machst jedes Mal Minus damit. Und na, jedenfalls ist er jetzt am Überlegen, ob er sich wieder den Roller holt. Und der XADV, das ist natürlich so ein Kompromiss, ne? Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Und das ist ist im Prinzip ein Motorradroller. Also es ist nicht ganz Motorrad, aber es ist auch nicht ganz Roller. Du hast da ein bisschen mehr Stauraum unterm Sitz, dass du auch mal einkaufen fahren kannst. Aber den XADV oder den Tech-Max, den er sich da jetzt angeguckt hat, der hat richtig viel Platz unterm Sitz. Ist viel praktischer. Das ist ja auch das, was ihn immer interessiert, dass die Motorräder oder die Roller dann eben viel praktischer sind. Und ja, wie gesagt, er ist jetzt am Überlegen, ob er sich dann doch den Tech-Max holt. Und ich habe so mitgekriegt über die Jahre, dass er da immer im Dilemma steckt. Dass er einerseits ja dieses Praktische haben will mit dem Roller und andererseits dann aber wieder, so wie wir ja auch erzogen sind, ja, natürlich mehr Power, ein bisschen schnittiger und ein richtiges Motorrad will man haben und so. Und ja, er ist irgendwie nicht so richtig befriedigt. Also wenn er dann den Roller hat, dann hätte er auch gerne wieder ein Motorrad. Wenn er ein Motorrad hat, dann hätte er wieder gerne einen Roller. Er steckt da irgendwie so in so einer Zwickmühle. Und ein Sparschwein ist er natürlich auch noch. Deswegen ist auch dann natürlich klar, wenn der Tech-Max da die Hälfte kostet, dass er den dann haben will, ne? Weil das reicht ihm ja eigentlich auch, die 30 PS. Er fährt ganz gechillt in Spanien rum. Ist kein Heizer wie ich. Mit 250 gern mal auf der Autobahn heizt oder so. Das geht da in Spanien sowieso nicht, ne? Und wenn er dann Touren macht und so, dann hat er genug Stauraum, hat genug Platz. Kann sich dann auch was hinten drauf schnallen. Hier so ein Topcase und so. Also, naja, und er ist irgendwie
ja, das Motorrad, was ihn befriedigen würde, das müsste noch erfunden werden oder er muss es selber bauen. Allerdings, ja, oder er müsste eine Garage haben, viel Geld, dann könnte er sich da eben mehrere reinstellen. Schönes Naked Bike, einen schönen großen Roller und was ihm eben so gefällt. Ja, aber da das nicht ist, steckt er eben immer in so einem Dilemma. Da habe ich das mal so auf mich umgelegt und habe gedacht, ja, was hast du eigentlich für ein Dilemma? Und habe dann festgestellt, ja, bei mir ist das eigentlich, ja, ich hab kein Problem. Ich möchte ein Sportmotorrad haben. Das habe ich jetzt. Hatte ich vorher ja auch schon mit der 500er. Und ja, klar wollte ich natürlich jetzt eine 1000er haben und wollte auch 200 PS haben. Habe dann aber ja eingesehen, dass man das auf der Landstraße sowieso nicht ausfahren kann. Und dass es Blödsinn ist, sich sowas überhaupt zu kaufen. Ne? Also, da bin ich wirklich glücklich, dass ich genau das habe, was ich brauche. Und dass ich damit im Prinzip ja wirklich glücklich bin. Ne? Ich würde natürlich auch gerne 120, 130 PS haben, aber mit 95 PS, sag ich auch auf der Landstraße und auch auf der Autobahn mit 250. Ich bin mit dem Mark nämlich letztes 250 gefahren auf der Autobahn. Also ist vollkommen ausreichend. Ich habe genau das, was ich haben will. Ich brauche keinen Komfort, ich brauche keinen. Auch kein Schnickschnack, ich will diesen ganzen Elektrokram nicht haben, was der Fuzzi ja auch wieder gerne hat. Ich brauche das zum Glück alles nicht, ich bin ziemlich genügsam. Ich brauche bloß die Optik, ein bisschen schnittiger, ein bisschen schneller muss es bei mir sein. Dann kann man mich schon zufriedenstellen. Naja, das soll es eigentlich auch gewesen sein. Zu meinem guten alten Kumpel aus Spanien, dem Moto Fuzzi. Da würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Ich wünsche euch alles Gute bis zu meinem nächsten Video und da habt euch wohl.